Perfekt. Ich sage viel perfekt und ausgezeichnet, weil man merkt schon, wie man total in dieser in diesem Leader-Feeling ist. So, oh, das funktioniert perfekt, die Mission ist good to go und so. Der Berater wird stolz sein. Der Berater ist nicht mehr als ein müder Klon wie jeder andere. Und wir sind die Special-Klone, die Söhne von Jango Fett. Tür aufbrechen, los. Ei, ei. Stopp. Warten Sie, Data. Ich höre auf, Sir. Ja gut. Wir sind schon alle erledigt. Das ist natürlich der Unterschied zwischen Door Breachen und Door Hacken. Wenn man eine, Sprengladung platziert, platziert sich das Team auch perfekt vor der Tür und schmeißt noch eine Granate zusätzlich dahin, was taktikmäßig einfach viel besser ist, weil hinter Türen warten eigentlich immer Druiden an. Perfekt. Ah, ich muss mir das abgewöhnen. Ich brauche Munition auf jeden Fall. Ja, 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 go! Himmels, Piss. Boah, einige Türen sind abgeschlossen, einige nicht. Natürlich können. Boah, mir geht's nicht gut, Delta, mir geht's nicht gut. Nicht sieben schlagen. Elender Bastard. Boah! Gott, mir geht's echt scheiße, Delta. Okay, jetzt ist echt die Bagdad-Station zu weit weg, um nochmal hinzugehen. Außer da war eine neue. Das hoffe ich. Ach, diese. Die Brücke müsste hinter dieser Tür sein. Diese hallenden Worte von 3-8, Mann. Stopp. Warten Sie noch. Okay, Brecher ab. Wir müssen erstmal alle voll geheilt sein auf 6-2, bevor wir da irgendwas machen in der Richtung. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Ich dachte, Sie wollen mich fragen, Sir. Öffnen Sie die Tür, Delta. Zu zweit kriegt er das schon hin, keine Sorge. Weiß go, Granate. Sehr schön. Perfekt wie ein Uhrwerk. Eingeschützt. Auf das Geschütz gehen, das stört am meisten. Was? Wir müssen uns beeilen. Los, Deltas. Schnappen wir uns die Codes und dann nichts wie 30 Sekunden, das schaffen wir nicht. Ah, die Stelle, die war so scheiße. Das ist eine der wenigen Stellen, an die ich mich erinnere. Nein, nicht die Ziele dividiert. Ach, fick doch mal drauf auf die Ziele. Gott verdammt. Wir brauchen die Codes, wir brauchen die Codes, wir brauchen die Codes. Pass auf die Konsole auf, anders kommen wir hier nicht raus. Nein. Von hier haben wir freies Schussfeld. Sie erleben einen Meisterschützen in Aktion. Einer weniger. Was, vier? Das schaffen wir nicht in der zweiten. Bitte, lass uns jetzt nicht abkacken. Oh! Dass sie auch sagen, wo die Feinde sind, finde ich äußerst. Wir machen sie alle, Delta. Delta Team, ich glaube, wir haben das Delta Team verloren. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, es wäre cool, einen Timer zu haben und wir werden ja eh nicht drauf gehen, weil keine Zeit läuft und dann will ich, dass mir ein Timer angezeigt wird und ich tatsächlich gegen die Zeit kämpfen muss, weil sonst ist mir das etwas zu wenig Spannung. Natürlich die Musik und alles explodiert und blablabla, aber letztendlich weiß ich, dass mir nichts passieren wird, weil wir einfach good to go sind. Good to go sind. Weil jetzt kann ich losgehen, zurück und für jeden nochmal nochmal Bagdad holen. Natürlich kann es passieren, dass jetzt doch alles in die Luft fliegt, weil sie es doch geskriptet haben. Packen wir das doch alle in die Rubrik Ishma ist ein Idiot. Beeinträchtigt, sofort evakuieren. Delta Team befindet sich auf Suchlinie 0001. Ist mal schneller. Gute Arbeit, 3-8. Finden Sie jetzt die Brücke und besorgen Sie die Codes. Roger. Bewegung, Deltas. Das Schiff ist gleich Geschichte. Boah. Los, Delta. Unterschüsse. Nein. Hätte ich auch nicht besser gekonnt, Sir.
ein Kinderspiel. Los, los. So, diesmal alles ein bisschen schneller hier, bitte. Das Bagdad. Diesmal auf Bagdad scheißen. Erinnert mich nächstes Mal dran, vom Schiff zu verschwinden, bevor wir es zerstören. Verdammt, Zerstörer. Fuck. So. Ja, doch, man kann es natürlich alles auch schnell schaffen. Ja. Ah, perfekt. Der lebt noch. Arschloch. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldaten. Systemausfall wahrscheinlich. Ach Quatsch, echt? Ah, Mist, los! Delta, los! Gesichert. Ah, Gott, wir haben keine scheiß Zeit dafür. Deswegen hat mir die Stelle nicht gefallen. Nein, ah, so weit kannst du dich nicht drehen, Pisser. Puh. Okay, okay, okay. Munition, Munition. Oh Gott, nein. Ned, incoming. Drei Minuten. Und eine Minute brauchen wir alleine für das Terminal. Pisse. Durchhalten, Deltas, wir sind gleich da. Warme Worte, warme Worte. Hinter dieser Tür sein. Echt warme Worte. Oh, so viel scheiß Zeitdruck. Detonator ist scharf. Gesichert. Okay, und go. Perfekt. Los, los, los. Los, Delta. Von hier haben wir müssen uns beeilen. Los, Deltas. Schnappen wir uns die Codes und dann nichts wie weg. Was ist das? Achso, die werden vermint. Ziel eliminiert. Ah, fuck. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Wir müssen die Geschütze holen. Ziel eliminiert. So. Halt euch. Teilen Sie sich, Delta. Na, 07, fuck. So, 07, halt durch, halt durch. Druidikas. Sounds, bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir brechen auf. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Position. Ah, da kommen natürlich Superkampfdruiden, wie auch erwartet. Oh, Fixer, los! Von hier haben wir freies Schussfeld. Wir bereichern dich. Ziel eliminiert. Beeilung, das dauert mir alles zu lange. Ich mache so schnell ich kann, Sir. Na komm, geh drauf, du elendes Arsch. Ach, scheiße, keine Granaten mehr. Zumindest nicht die, die ich habe. 6 Uhr, Dreier. Ah, 6 Uhr, ja, ja. Wir brechen auf. Das ist unmöglich, Dreier. Was ist unmöglich? Was ist fucking unmöglich? Ja, weg, los! Gute Arbeit, Elders. Bringen Sie sich in Sicherheit. Vor mir. Delta Team, wir nähern uns jetzt dem Kernschiff. Kommen Sie zum hinteren Andockring. Wir sprengen ihn auf. Ja, klar. Wie, ihr sprengt ihn auf? Dann sprengt ihn auf! Phew. Hi. Na, wie geht's? Schön, Sie zu sehen, 4-2. Alle mal an Bord! Ich freue mich schon wieder auf die Prosecutor. Ah, da freut sich einer. Boah. Geschafft. Der Aufstieg des Delta-Teams. Während die Jedi mit Ruhm überschüttet werden, verlässt eine kleine Gruppe von Soldaten Geonosis in dem Wissen, dass sie deren Mission erfüllt haben. Mit Mut, Präzision und Exzellenz. Und das ist alles, was sie brauchen. Aha, Jedis werden für etwas gefeiert, was sie nicht getan haben. Jedis sind schwach. Und das Delta-Team ist stark. Oh ja, junge Padawan, so ist das. Die Ras Prosecutor. Ja, ja. Mehr als ein Jahr voller Kämpfe hat die Streitkräfte der Republik gefährlich geschwächt. Das Delta-Team wird ständig für immer gefährlichere Missionen benötigt. Im Außenbereich des Separatistenraums ist ein vermisstes Angriffsschiff wieder aufgetaucht.
Die Veteranenkommandos des Delta-Teams werden ausgesandt, um der Sache nachzugehen. Tag 367. Klonkriege. Chai-Kin-Nebel. Vielleicht erkennen Sie Ihr nächstes Ziel. Die Prosecutor, ein republikanisches Angriffsschiff der Akklimator-Klasse. Sie untersteht Captain Spinnet. Die Prosecutor war unsere erste Heimat. Wir waren lange auf ihr stationiert. Zuletzt hat sie im Corellia-Sektor republikanische Handelswege gegen die Separatisten verteidigt. Wir haben vor über 2 Wochen den Kontakt mit ihr verloren. Das darf nicht wahr sein. Haben die sich etwa selbstständig gemacht? Unwahrscheinlich. Bei allem Respekt, Sir, das könnte eine Falle sein. Eben deshalb schicken wir unser bestes Team, um der Sache nachzugehen, Delta 4-0. Ihre ausgezeichnete Arbeit auf Geonosis ist nicht unbemerkt geblieben. Hast du gehört, Sieben? Jemand hält mich für ausgezeichnet. Naja, dann mal willkommen im Club. Delta-Team, bereiten Sie sich auf niedrige Schwerkraft vor. Versiegeln Sie Ihre Anzüge. Viel Glück. Oh Mann, viel Spaß. Hi. Ciao. Oh Mann. Erkundung des Geisterschiffs. Kommandos arbeiten als Team, doch einzeln sind sie genauso tödlich und effizient. Wegen der gewaltigen Ausdehnung des Raumschiffs hat sich das Delta-Team aufgeteilt. Ihre beste Hoffnung ist, schnell und leise das Schiff zu durchqueren und ihre Aufgabe zu erfüllen. 3-8, jedes Mitglied des Delta-Teams wurde zu einem der 4 Datenkerne geschickt, um wichtige Informationen sicherzustellen. Ihr Primärziel ist der Flugschreiber des Datenkerns 8 an. Stoßen Sie anschließend zu Ihrem Team, wir holen Sie dann ab. Darüber hinaus werden Sie Ihre Leute nach Bedarf bei der Ausführung Ihrer Befehle unterstützen. 07 hat Befehl, die Logdateien des Datenkerns auf Steuerbord zu sichern. Delta 4-0 kümmert sich um den Datenkern auf Backbord. Er, Frachtlisten und... Deltas, die Verbindung zum Berater ist gestört. Hat einer von Ihnen noch Kontakt? Kein Signal, Sir. 07 Ende. Ich höre nur Rauschen, Boss. 6-2 Ende. Negativ, Teamleader. 4-0 Ende. Ich wüsste gerne, was da los ist. Das ist nicht wichtig, oder, Sir? Stimmt, 4-0. Sobald die Leitung wieder steht, wird er sich wieder melden. Wir müssen bis dahin ein paar Daten besorgen. Ausschwärmen, Deltas! Okay, gut. Das ist natürlich klug, einfach zu gehen. Bevor man fertig ist mit dem Briefing. Aber das ist auch halb so wild. Das ist ein guter Moment, um die Aufnahme abzubrechen. Ich hätte jetzt noch weitergespielt, aber es passt einfach perfekt, weil hier das neue Level beginnt. Und ich danke euch, dass ihr zugesehen habt. Und wie gesagt, lasst es mich wissen, wie euch das Ganze hier gefällt. Ich versuche mir Mühe zu geben. Und macht mir auch gerne Vorschläge für neue Projekte. Ich habe so einiges schon in der Hinterhand, was ich mir überlegt habe, nach Star Wars Republic Commando. Da sind noch sehr viele gute Spiele da draußen. Ja gut, und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Star Wars Republic Commando hier bei Psycho 198. Powered by Nostradamus Gaming. Bis dann, ich bin Ishma, auf Wiedersehen.